Das Labor. Großmix braucht Hilfe! Komm mit zur Schule! Sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Sim keine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Oh, ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Und das sind 5 und 6. Toller Haarschnitt. 7, 8. Hallo. Hallo, Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach. Im Chemiebereich? Sag mal, hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch. Ah, wir sind also nicht wegen Nolik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles Mögliche sein. Dies ist nicht nur eine Fixie-Schule. Es ist ein richtiges Labor. In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb. In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. In der Chemieabteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch. In der Elektroabteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit. Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein. Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren. Marcia, Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen. Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor. Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott, was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja, so läuft das hier. Und wo? Komm mit, schnell! Marcia, mach keine Panik. Spule, oh, gut, dass ihr da seid. Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Großfix. Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort. Und Simka und Nolik? Auch, die sind auch da. Ah, oh, meine Kinder. Bleib bloß ruhig. Marcia ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder Simka und Nolik. Marcia ist eine Schönheit, eine gütige Seele und eine wunderbare Hausfrau noch dazu. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst und ein äußerst begabter Fixie. Von Küchengeräten und Apparaten hat sie viel mehr Ahnung als ich. Marcia arbeitet von morgens bis abends. Sie repariert Dinge, kümmert sich um die Wäsche und macht sauber, denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne. Das Wichtigste für Marcia sind allerdings ihre lieben Kinder. Sie kümmert sich liebevoll um sie und versucht sie vor Unheil zu beschützen. Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen und Vorstellungen hinein, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Obwohl unser Nolik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät, dass nicht einmal Marcia davon träumen könnte. Wir werden dich retten! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden. Dann ist Simka diejenige, nicht du. Ich muss auch nicht gerettet werden. Mir geht's gut. Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben. Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls. Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig. Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur. Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen. Dieses? Tiddy! Oh, eine perfekte Reparatur. War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja,
Ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt. Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt. Das wart ihr ganz von alleine. Das Katapult. Tom-Tom ist nicht da. Aber diese Modellsoldaten haben sich sicher nicht allein erschossen. Das war ein echt guter Schuss. Er war zwar kurz und auch nicht hoch und schlecht gezielt, aber ziemlich schlecht. Er war gut, aber auch schlecht. Jetzt hab ich's. Also was machen wir nun? Wir müssen es neu positionieren. Höher! Hey, Feuer! Nolik! Warum solltet ihr einen Grund haben, auf Fixies zu schießen? Fixies? Die sollten doch jetzt in der Schule sein. Eigentlich bin ich gerade auf dem Weg zur Schule. Und was ist mit dir, Feuer? Warum bist du nicht dort? Weil es dort langweilig ist. Aber hier, schau nur, was für eine coole Waffe wir haben. Ha, wie hast du das gerade genannt? Ihr wisst ja gar nicht, was das ist. Das nennt man Katapult, Leute. Ein verkatertes Pult? Nicht ein verkatertes Pult. Ein Katapult, Freunde. Katapulte sind antike Wurfmaschinen. Sie wurden benutzt, um Steine, schwere Pfeile oder Fässer mit brennendem Teer zu schleudern. Der Hauptteil eines Katapultes ist ein besonderes Tau. Es wird sehr, sehr fest verdreht, wie eine Feder. Das Seil wird anschließend um einen großen Löffel gewunden. Und dann, wenn der Löffel zurückgezogen wird, man einen Stein hineinplatziert und dann loslässt, feuert das Katapult einen Schuss ab. Und dann fliegt der Stein weit, weit weg. Aha. Verstehe. Jetzt machen wir es. Zu kurz gezielt. Wieso zu kurz gezielt? Was wolltest du denn treffen? Abwarten. Der Löffel muss weiter gespannt werden. Nur ein wenig. Leute, ihr werdet das Glas zerbrechen. Nolik, gib ihm den Ruck. Alles klar. Ja, genau ins Schwarze. Lasst uns jetzt ins All fliegen. Warte, welches All? Was heißt hier fliegen? Wer wird denn jetzt fliegen? Ich werde fliegen. Haha, direkt aus dem Fenster, geradewegs zum Mond. Der erste Fixinaut der Welt. Bist du jetzt bereit für einen Flug ins All? Ja, Sir. Nolik, steig sofort aus dem Löffel aus. Ich werde der erste Fixie auf dem Mond, ja. Nolik? Jetzt reicht's aber. Das soll wohl ein Scherz sein. Es ist ja gar kein Witz. Er wird ins All fliegen. Und wieso machst du das nicht? Weil er leichter ist. Moment mal. Menschen sind auch nicht direkt ins All geflogen. Zuerst einmal haben sie Hunde geschickt. Nee, Kaubeke passt hier nicht rein. Simka, warum gehst du nicht und lässt uns in Ruhe? Gut, ich gehe jetzt. Aber nur, wenn Nolik sich sofort einen Schutzhelm aufsetzt. Du hast ganz recht. Ich hole einen Helm. Das Katapult wurde zwar in antiker Zeit erfunden, es wird heute aber immer noch benutzt. Aber anstatt Steine zu schleudern, werden Katapulte verwendet, um Düsenflugzeuge abzufeuern. Die Startbahn auf einem Flugzeugträger ist recht kurz, also helfen Katapulte, damit Flugzeuge schnell genug werden, um abzuheben. Katapulte können auch fürs Retten von Piloten eingesetzt werden. Wenn ein Flugzeug einen Unfall hat, wird in der Kabine ein Katapult aktiviert. Der Pilot wird in den Himmel geschossen und landet auf dem Boden mit einem Fallschirm. Eine einfache Steinschleuder ist auch eine Art Katapult, nur eben ein sehr kleines. Seid aber vorsichtig mit diesem Spiel. Es kann für euch und andere gefährlich werden. Und was uns Fixies betrifft, wir benutzen Katapulte nur für Friedensmissionen. Papus, schnell! Unser Nolik wird gleich mit einem Katapult zum Mond geschossen. Was? Was soll ich zu Ihnen sagen? Hallo alle und bitte Sie doch, dich zurückzuschießen. Also? Jetzt geht's los! Feuer, Abwurf! Stopp! Nein! Simka! Nolik! Ich steige nicht auf! Wir leben noch.
noch. Hurra! Er ist abgeflogen! Wer ist abgeflogen? Was? Hier! Ein Sturzflug! Wir sind nicht schuld. Du bist halt schwerer als Nolik und deswegen kamt ihr nicht weiter. Papus, vielleicht können wir es noch einmal probieren. Was? Die Türklingel. Nolik! Nolik! Was machst du denn da? Ich pfeife nur ein Lied. Willst du dieses Lied etwa pfeifen, bis Tom Thomas wieder da ist? Er ist doch gerade erst für eine Woche weggefahren. Und wir erwarten Gäste. Erinnerst du dich? Welche Gäste? Ich habe alle eingeladen. Die Klasse? Ja! Klasse! Schlafen die da drin etwa oder was? Erst laden sie uns ein und dann machen sie einfach nicht auf? Hm. Dann gebe ich das Geschenk halt euch. Feuer, vielleicht probierst du es jetzt nochmal. Wenn sie kommen, läuten sie an der Tür. Warum denn? Weshalb machen sie es nicht wie immer und klettern durchs Schlüsselloch? Auf keinen Fall. Heute läuft das anders, Nolik. Sie sind nämlich unsere Gäste. Ah. Die Gäste klingeln draußen und die Gastgeber lassen sie rein. Es läutet nicht. Glaubst du, die Türklingel ist kaputt? Ich sag, wir reparieren's. Bevor wir irgendwas reparieren, müssen wir wissen, was nicht in Ordnung ist. Erst reparieren wir sie und dann werden wir es wissen. Früher in den alten Zeiten haben die Leute eine Glocke mit einer Schnur über ihre Tür gehängt und Gäste haben daran gezogen, damit es klingelt. Heute sind Türklingeln elektrisch und machen verschiedene Geräusche. Einige summen, andere klingeln und einige zwitschern wie Vögel. Die Töne kommen aus einer Schachtel innerhalb des Hauses, die Glocke genannt wird. Um die Glocke zu läuten, drückt man einen Knopf, der außen angebracht ist. Der Knopf funktioniert so wie ein Lichtschalter, aber anstatt Licht zu machen, macht er Geräusche. Wer da? Hilfst du mir mal? Ich sollte darüber nachdenken. Ja. Simka! Glaubst du, deine Gäste kommen überhaupt? Simka! Tula, hallo! Die Türklingel funktioniert nicht. Sie ist wohl kaputt. Seltsam. Heute Morgen gingen sie noch. Nolik, komm mit. Erst prüfen wir die Kontakte. Ja, gut und fest. Okay, jetzt den Lautsprecher. Oh, der Lautsprecher geht. Vielleicht gibt's ein Problem mit der Elektronik. Und was, wenn wir die Drähte abtrennen und auswechseln? Was passiert dann? Gleich werden wir es wissen. Weißt du was? Wir sollten die Drähte direkt miteinander verbinden. Ist das nicht gefährlich? Wir werden sehen. Keine Sorge, noch ist nichts passiert. Feuer. Er ist die Maschine unserer Klasse. Er ist der Schnellste, der Wendigste und der Mutigste. Feuer kann nicht mal eine Minute lang stillsitzen. Er ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Ständig brennen neue Ideen in seinem Gehirn. Und deswegen heißt er Feuer. Aber weil seine Ideen nicht immer gut sind, hat er ständig Schrammen und Beulen. Er muss immer übertreiben. Ihm ist einfach nicht zu helfen. Wenn er eine brandneue Idee hat, dann vergisst er sogar manchmal die Schule. Großfix bestraft ihn dann. Das scheint Feuer nicht weiter zu stören, weil ihm sogleich ein neuer Plan durch den Kopf geht. Um ehrlich zu sein, ist mir Feuer am liebsten von all den Jungen aus unserer Klasse. Es ist einfach nie langweilig, wenn er dabei ist. Hey, ihr da unten. Ich weiß, warum es nicht funktioniert. Na, dann sag es uns doch. Im gesamten Haus gibt's keinen Strom. Und deshalb funktioniert die Klingel nicht. Wow, 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 wow. Und jetzt? Können wir nicht wie echte Gäste zu Besuch kommen, bis der Strom wieder geht? Und wann wird sie wieder gehen? Weiß nicht. Es könnte viele Stunden dauern, Leute. Oh, der Strom ist zurück! Genug geläutet! Ey, Feuer, hör auf rumzualbern! Er albert gar nicht herum! Ich bin's nicht, klar? Wer klingelt denn dann? Keine Ahnung! Ha,
aber ich weiß es. Die Türklingel läutet, weil Feuer die Drähte miteinander verbunden hat. Stimmt, aber ich mach's gleich mal heil. Hm, deine Gäste sind echt laut. Ja, Gott sei Dank sind die Menschen gerade nicht zu Hause. Hallo? Hallo, liebste Gäste. Treten Sie bitte durch das Schlüsselloch herein. Also, sollen wir reingehen? Wohin? Na, ins Haus. Nee, das machen Gäste doch nicht. Was sollen wir dann tun? Echte Gäste läuten nämlich an der Tür. Okay, haltet mich fest. Jappa.